Berlin, Angelus Novus. Geflüster der Zeiten. Kreuzlinien eines Flaneurs. Berlin, ein Labyrinth aus Linien. Ein Mosaik aus Namen und Geschichten. Mein Berlin, das ich mit jeder Reise, mit jedem Drift, jedem Klick meiner Kamera erkunde. Ich streife durch die Gassen Berlins, vorbei an historischen Monumenten, Rekonstruktionen und modernen Fassaden. Und entdecke ein unsichtbares Netz aus Linien und Geschichten. Hier, wo die Vergangenheit mit der Gegenwart verschmilzt, bin ich der Flaneur. Ein Augenmensch, ein Voyeur, ein Beobachter, ein Träumer, ein Suchender. Meine Kamera ist mein ständiger Begleiter. Sie navigiert mich durch das urbane Labyrinth. Sie fängt den Rhythmus der Stadt ein. Aus diskontinuierlichen Augenblicken werden Geschichten geschnitten. Doch dann plötzlich kurze Einblendung aus dem Alltag. Das normale Leben bricht ein. Es kennt keine Geschichten und zerreißt meine Visionen. Die Dualität zwischen meiner Welt und dem alltäglichen Treiben wird spürbar. Zweifel steigen in mir auf. Die Linien der Architektur, die Namen der Straßen, die Bewegungen der Menschen, sie alle verschmelzen zu einem Mosaik aus Erinnerungen und Projektionen. Aber es ergibt sich keinen Sinn. Es gibt keine Erkenntnis. Berlin ist eine Stadt der Gegensätze, der Bewegung, der Veränderung, der Illusion und der Verdrängung. Ich beobachte die sich ständig wandelnden Städtebilder und suche den Geist der Geschichte, der in den historischen Gebäuden, den modernen Fassaden und den Menschen lebt. Es gibt ein Bild von Klee, so Walter Benjamin, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft
und sie ihm vor die Füße schleudert. Walter Benjamins Engel der Geschichte blickt in die Vergangenheit, sieht dort nur Zerstörung, eine einzige Katastrophe, die sich aufhäuft. Für die Zukunft ist er blind. Nach dem Fall der Berliner Mauer erlebte die Stadt eine Neugestaltung durch die Berliner Gestalter. Sie schufen Verkehrsstationen, Monumente und luxuriöse Einkaufs- und Wohnanlagen. Es war eine Zeit, in der Geister der Vergangenheit beschworen, Illusionen kreiert und Verdrängtes in den Schatten gestellt wurde. Das ikonische Tacheles-Haus wurde weichen, während das Humboldt-Forum entstand. Ein modernes Gebäude mit der Fassade eines preußischen Schlosses. Die Museen der Stadt präsentieren Kunstschätze aus aller Welt und symbolisieren unsere Transformation zu Weltbürgern. Doch im Glanz dieser neuen Ära bleiben essentielle Fragen nach Identität und wahren Lebenswerten oft unbeantwortet. Ich beobachte und dokumentiere dieses Schauspiel, bin Zeuge, Chronist und Suchender in einem. Durch das Objektiv meiner Kamera versuche ich, meine Version der Geschichte Berlins zu erzählen. Ich halte die Kontraste fest, die Spannungen. Ich folge Linien und Lichtern, zeichne Formen und das Formlose auf. Als Flaneur in Berlin finde ich mich herausgefordert, inspiriert und werde selbst transformiert. Es ist eine Stadt, die ihre Geschichten in den Straßen und in den Menschen lebt. Berlin, ein Labyrinth der Sinne, ein Kaleidoskop der Inspiration. Die Kamera folgt dem Rhythmus der Stadt, während ich meine eigenen Linien ziehe und meine Geschichten entdecke. Berlin ist ein gewaltiges Projekt. Es ist nicht zu bewältigen. Es ist eine ungleiche Konfrontation, ein Kampf gegen die Zeit, gegen das Unaufhörliche. Jedes Klick des Auslösers ist ein Schuss in einem Krieg, der nicht zu gewinnen ist. Berlin, ein Ort der Ambiguität und Vielfalt, ein Ort, an dem die Namen der Vergangenheit im Wind flüstern und die Zukunft in den Augen der Menschen aufleuchtet. Berlin, ein Labyrinth aus Linien und Bewegungen, ein Mosaik aus Namen und Geschichten. Mein Berlin, das ich mit jeder Reise, jedem Drift, jedem Klick meiner Kamera erkunde. Berlin, ein unendliches Buch, dessen Seiten ich mit jedem Schritt weiterblättere. Durch die fließenden Pfade der Geschichte wird es zu meinem Labyrinth der Möglichkeiten, Perspektiven und Visionen. Berlin, ein Mosaik der Erinnerung, ein Spiegel der Träume, ein Projektor der Visionen. Ein Labyrinth aus Linien, ein Kaleidoskop der Inspiration und eine Kamera obscura der Illusionen. Mein Berlin, das ich mit jeder Reise, jedem Drift, jedem Klick meiner Kamera erkunde.